Das Durchbrechgefühl im unteren Rücken hast du schon erlebt, ansonsten wärst du jetzt nicht hier bei mir im Video gelandet. Was ich also nun für dich tun kann, das zeige ich dir gleich. Und das Ganze beruht dann auf der Grundlage der chinesischen Medizin. Also bleib dran, um einen kleinen Akupunkturpunkt von mir nun kennenzulernen, der diesem Durchbrechgefühl Abhilfe verschaffen kann. Was es nun mit diesem Akupunkturpunkt namens Gallenblase 41 auf sich hat, möchte ich gerade gerne nochmal erklären. Denn dieser kann entlastend wirken auf das Gürtelgefäß. Das Gürtelgefäß habe ich hier mal dargestellt durch diesen Strick, den ich mir um die Taille gebunden habe, denn dort verläuft das Gürtelgefäß, ein Sondermeridian in der chinesischen Medizin. Und dieses Gürtelgefäß kann einfach zu stark gespannt sein, als würde ich dieses Seil jetzt hier sehr stark zuschnüren. Und dadurch entsteht dann halt auch im unteren Rücken das entsprechende Durchbrechgefühl. Will ich das also wieder loswerden, muss ich die Spannung entlasten. Und das kann ich tun, indem ich den Akupunkturpunkt Gallenblase 41 wie folgt selbst behandle. Mein Kumpel Hugo hier leiht mir gerade nochmal seinen Fuß für die Lokalisierung des Punktes, und zwar braucht ihr gleich zur Durchführung auch einen solchen Akupunkturstift, oder es macht sich auch jeder andere stumpfspitze Gegenstand gut dafür, also es geht auch die Rückseite eines Teelöffels beispielsweise, um dann zwischen dem vierten und dem fünften Mittelfußknochen bis ans Ende zu fahren und dort den Akupunkturpunkt Gallenblase 41 reinzudrücken. Gesagt, getan. Ich verfolge also nun den Strahl zwischen vierten und fünften Mittelfußknochen, bis ich am Ende dieser angekommen bin und dort einraste und gehe dort mit starkem Druck in die Tiefe und presse den Punkt Gallenblase 41 gegen die Knochen. Indem ich das tue, löse ich die Spannung, Blockaden im unteren Rücken und in der Lendenwirbelsäule auf. Ich nehme die Spannung vom Gürtelgefäß runter. Jetzt könnt ihr das natürlich so lange halten, wie ich das hier tue. Es ist aber ordentlich schmerzhaft. Vielleicht heißt der Punkt deshalb im Deutschen auch fließende Tränen. Aber ihr könnt es auch einfach so machen, dass ihr den Punkt nicht bis zum Ende des Schmerzes, also bis der Schmerz verschwunden ist, haltet, sondern dass ihr hergeht, euch den Punkt sucht und einmal intensiv schnell reindrückt und dann solche Pflaster verwendet. Das sind Magnet- oder Samenpflaster, selbstklebend. Dieses dann nehmen, auf den Punkt aufsetzen, festdrücken und dann einfach den restlichen Tag damit rumlaufen, beziehungsweise so lang, wie das Ganze anhält. Jetzt habe ich die Ausführung nur für die, halt mal kurz fest, Hugo, rechte Seite gezeigt. Allerdings verlaufen Meridiane immer paarig auf beiden Seiten des Körpers, außer dieses Gürtelgefäß, das läuft natürlich symmetrisch, aber Meridiane, so der Gallenblasenmeridian, verläuft beidseits. Und deshalb könnt ihr das natürlich auf der rechten wie auch auf der linken Seite ausführen. Doppelt hält besser in diesem Sinne. Es kommt jetzt nicht darauf an, ob da Rückenschmerzen eher auf der einen oder der anderen Seite bestehen. Das Durchbrechgefühl ist meistens symmetrisch oder zentral gelegen und von daher einfach beidseits das Ganze ausführen. Ich hoffe natürlich, dass euch das entlasten wird. Sollte das nicht der Fall sein, versucht doch mal Folgendes, und zwar das, was ich euch oben unter der Infokarte noch verlinkt habe, oben rechts einfach auf das i draufklicken. Und dann kommt ihr zu einem ganz simplen Video, wie ihr am Küchentisch beispielsweise oder irgendwo anders, wenn ihr eventuell sogar eine Bank zu Hause habt, da etwas ausführt, um den unteren Rücken und ein etwaiges Durchbrechgefühl zu entlasten. Möge Gesundheit euer ständiger Begleiter sein.